32.000 Kartoffeln. Stroh haben wir auch schon ein bisschen drin. Passt. Dann kommt Sojabohne noch ein bisschen wieder rein. Mal entleeren bitte. Wunderbar. Schauen wir mal nach, ob wir den gekauft hatten oder nicht. Ich hoffe natürlich mal nicht. Ja, da man das ja mit V nicht senken kann, zum, also komplett abstellen kann zum Abkuppeln, aber bei den manuellen Attachings sagt er immer, bitte stellen Sie es, also bitte am Boden hin, so in die Richtung. Und ja, habe ich gemacht und da klappt sich sehr auseinander, ne, wenn du V drückst. Ah, zurückgeben, okay, passt. Und daher steht es im ausgefalteten Zustand da. Und ich find's irgendwie cool. Find's lustig. Bist du blockiert vor deinem eigenen Hänger oder wie? So. Stellen wir den mal anders hin. Du bist noch nicht fertig, das weiß ich. Da bleibe ich nicht mal nachgucken. Naja, mach mal den Streifen halt mal eben selber. So. Deswegen auch kein Weltuntergang. Dann wandern wir ab zum nächsten Feld. Muss ich mich gleich in der Werkstatt beschweren von dem Drescher, die Bremsen funktionieren auch nicht mehr richtig hier. Sojabohnen nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Genau, das Silo müssen wir dann noch auf jeden Fall ausräumen. Müssen wir auch noch machen. Wenn wir uns noch einen Hänger ausleihen. Und wenn du am Freitag mitspielst, starte ich den Stream schon bevor ich eingeloggt bin. Dann siehst du die genaue Beschreibung vom Server. Siehst du auf jeden Fall genau, wie er heißt. Wie groß oder klein geschrieben. Für alle Zuschauer, die wo mitspielen wollen, sehen das dann genau. Ein guter Zeitpunkt gewählt, ne? Oh, da ist der Hänger. Da habe ich den richtigen Zeitpunkt gewählt. Na toll. Genau andersrum. Fahren wir jetzt aber nicht rum. Dann ist recht. Naja, aber es kann auch nicht jeder den richtigen Zeitpunkt wählen, wie, wo, was, ne? Will ja euch eigentlich gar nicht vom Schlaf so abhalten. Weil ihr müsst ja fit sein. Ihr müsst ja immer so schön fit sein für die Schule und alles. Ja, kann man so liegen lassen. Denke ich mal.
Lassen wir gleich aufgeklappt. Oder? Ne, klappen wir wieder zusammen. Naja, nicht, dass wir noch gegen die Wand hier fahren und alles niederreißen. Muss ja auch nicht sein. Das wäre auf jeden Fall witzig gewesen. Aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass sie das Problem mit den Schneidwerksbägen gefixt haben, ne? Weil die waren ja ganz am Anfang waren sie zu hoch, weil ich wollte sie immer nutzen und nachdem es nicht funktioniert, habe ich es dann auch bleiben lassen. Oh, was haben wir da drauf stehen? Brauchen wir da einen anderen Aufsatz oder wie? Da sind ja Sonnenblumen drauf. Dann fahren wir zum nächsten Feld. Können wir drüber? Jawohl, der Drescher packt es. Und reift kaputt. Ich finde gut, dass es den Schadenmod noch nicht gibt. Was wir dann auf jeden Fall am Freitag machen können, können wir wieder silieren. Einer mäht, einer rennt gleich mit dem Schwader hinterher. Ja, das hat mich auch immer sehr kaputt gemacht. Schwimmen und das alles. Das ist immer Wahnsinn. Das ist so eine Anstrengung, gell? Beziehungsweise der, wo mäht, nachdem wir ja die Kombination haben, schön schweren Waltra, der packt Mähen und Schwadern auf jeden Fall gleichzeitig. Dann kann einer gleich mit dem Ladewagen theoretisch hinterher fetzen. Also Freitag stream ich wieder auf jeden Fall, aber ich weiß noch nicht, ob Nikita Lana dabei sein wird. Aber das sehen wir ja dann eh. Na, kommt was, können wir überholen? Jawohl. Wenn es klappt. Nur wenn es klappt, geht's morgen Nachmittag. Ah, da muss ich erst noch nachschauen, wie fit auch meine Frau ist. Damit sie die nächste Ausbildungsstufe machen kann. Nein, Kühe noch nicht, aber Schweine. Wir haben einige Schweine. Kühe kommen jetzt dann hinzu. Demnächst hätte ich sie gerne mit am Hof. Dazu werden wir heute im Livestream auch nochmal später Schweine verkaufen. Das, was wir nicht brauchen. Um dann auch uns überhaupt Kühe zu kaufen, weil Schweine produzieren sich eh automatisch nach. Von dem her ist das eher weniger das Problem. Ballen, da bin ich auch so ein Stapelfan von. Ah ja, na, das haben wir nicht vergessen. Na, magst du nicht? So, wir brauchen Stroh auf jeden Fall. Ja, aber die vermehren sich nicht so extrem schnell wie die Schweine. Sind die Schweine schon besser? Also gefallen mir auch. Aber Kühe werden wir auf jeden Fall hinzunehmen. Bringen wir nur noch etwas Sojabohnen hier rein.
Dekale Weizen können wir auffüllen. Ah, halt nochmal zurücksetzen. Den hinten, da musste so komisch schräg ranfahren, ne? Ich hoffe nicht, dass ich die Sojabohnen zu den Sonnenblumen dazu zählen, weil das wäre etwas doof. Haben jetzt extra da so weit da hinten hier. Ah, da ist der Trigger wieder weg. Jetzt haben wir wieder. Na? Kippt sich nicht aus. Dann kippt man es eben daher. Jawohl, läuft das Richtige hoch. Kartoffeln dürfen wir dann auch mal wieder auffüllen. Was machen wir dann auch? Jetzt habe ich noch, dass wir wieder richtig hinfahren. Schauen wir mal nach. Jawohl. Das läuft. Und das gibt man am Silo schnell aus. Ah ja, und demnächst wird es noch eine Facebook-Gruppe geben. Werde ich auch noch erstellen. Muss ich mal schauen, wie ich morgen auch Zeit habe. Aber im Normalfall sollte ich schon Zeit haben, auf jeden Fall. Dann haben wir, glaube ich, noch drei Felder zum Ernten. Dann bringen wir Silo weg, restliche in die BGA. Da haben wir auch schon Gülle ohne Ende. Na, Drescher mag die Kante da vorne nicht. Aber egal. Das ist nur halb so schlimm. Stört mich jetzt eher weniger. Ah, da waren wir schon im richtigen, wo ich hin wollte. Mit das Feld hier fertig. Kann man so sagen. Flug brauchen wir dann zwar auch wieder, weil wir alle Felder einmal durchgehen, quasi mit dem Flug, dass wir sie gleich haben. Aber wir müssen ja erst Gülle fahren. Na, so läuft's besser. Müssen wir erst Gülle fahren. Güllefass haben wir uns nämlich gleich gekauft. Wenn wir uns erst Geld für den Dünger sparen. So. Fahren wir gleich mal ins Güllefass ran. Nö, pflügen mag ich nicht. Deswegen ist es nicht verboten, am Server den Helfer herzunehmen. Weil es einfach viel besser ist. Weil der, da das nämlich ja, wie soll ich sagen, mehr Produktion bringt, ne? So, das läuft wunderbar. Tun wir gleich alle drei Felder hier pflügen. Glas kann, mit dem holen wir gleich wieder Ladewagen haben wir wieder zurückgegeben. Nein! Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Was kostet er denn? Schauen wir mal nach. Was haben wir denn gezahlt? 5. Da zahlst du schon 8. Bei dem 10. Bei dem auch 10. Ja, dann nehmen wir den. Nehmen wir wieder einen schönen Krone-Ladewagen. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, Schafe hinzufügen. Schafe werden wir uns auch noch kaufen. Ich glaube, bevor wir uns Kühe kaufen, kaufen wir uns als erstes Schafe. Weil die brauchen bloß Gras. Und ein bisschen Wasser. Und dann produzieren die ihr Heu.